Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Videokanal. Wir haben für Instagram gestimmt, was kostet für eine Reitstunde im Monat? Das haben wir schon im Titel gelesen. Und zum nächsten Video zeigen wir einen neuen Stiefel, das kommt zum nächsten Video. Und ja. Wir starten wir gleich mit der ersten Frage. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, schön, euch wieder da sind online. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, das haben wir jetzt für Instagram gestimmt. Ja, so starten wir gleich damit direkt gleich vorher anfangen. Gleich als erstes Daumen nach oben. Abonnieren sofort nicht vergessen. Glocken aktivieren bitte nicht vergessen. Nicht auf keinen Fall nicht nächstes Video nicht verpassen können. Und ja, wir starten jetzt direkt mit der ersten Frage. Welches Video kommt? Und ja. Was für eine Reitstunde? Ja, Freunde. Ja, ich nehme momentan Reitstunde. Und ja, seit 1. Juli fast 35 Euro für eine Reitstunde. Für mindestens eine halbe Stunde. Reitstunden 35 Euro. Im Monat ab sofort gelten die Regeln mit der Preis-Leistung. Ja, Reitstunden kostet 30, jetzt 35 Euro jetzt im Monat. Vorher haben wir 30 Euro, weil beim Preis hochgestuft leider von Steuer, leider von Preissteuer bekommen. Und ja, Freunde. Und das kostet immer 35 Euro im Monat für ein eigenes Pferd reiten, Reitstunde oder manchmal Reitunterricht. Kann man auch für Zeit Dressurstunden nehmen, das ist nicht total besser. Und ja, Freunde, das war's mit unserem Video zu was kostet eine Reitstunde im Monat. Daumen nach oben. Abonnieren sofort nicht vergessen. Glocken aktivieren nicht vergessen. Und ja, zum nächsten Video kommt, weil ich möchte euch einen neuen Stiefel zeigen und euch überreden lassen, weil Stiefel gut geeignet ist für alles. Und ja, sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, Freunde, bleibt gesund. Und ja, sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, Freunden. Bis dahin. Tschüss.